Hallo Teichfreunde, hier ist Karl, euer Landschaftsbauer. Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen bezüglich meines Videos zum Bau dieser Teichanlage. Hier findet ihr noch einmal den Link dazu. Nun ist seit dem Bau einige Zeit vergangen und ich habe noch einige Veränderungen am Teich vorgenommen, die ich euch noch zeigen möchte. Ich zeige euch außerdem, welche Pflanzen ich für diesen Naturteich verwendet habe und setze heute zwei weitere Kois hinein. Letzten Herbst habe ich das Ufer des Teichs einmal abgemäht, um den Aufwuchs von Gehölzen, wie zum Beispiel Weiden und Birken, zu vermeiden. Es ist nun Ende April und alle Pflanzen haben angefangen zu wachsen. Hier sehen wir den Bereich der Sumpfschwertlilie. Diese bis zu 1 Meter hohen Pflanzen habe ich hier im hinteren Teil des Teichs als Gruppe gesetzt. Auf diese Weise versperren sie nicht die Sicht auf die Wasserfläche und rahmen den Teich auf natürliche Weise ein. In Wassertiefen von ca. 60 bis 80 cm habe ich Teich- und Seerosen gesetzt. Die Seerose zeigt bereits einige ihrer Blätter. Auch die blaue Iris Sibirica treibt bereits aus. Sie wird sich jedoch im Sommer bei etwas niedrigerem Wasserstand wohler fühlen, da es eigentlich keine Wasserpflanze ist und eher frische bis feuchte Böden liebt. Wie man hier sieht, fühlen sich die Frösche zwischen dem Schilf und dem Wollgras sehr wohl. Der frühblühende Fieberklee zeigt bereits seine Blütenknospen und bietet mit seinen in das Wasser ragenden Rhizomen Schutz für Frösche und Fische. Die Kois halten sich hier besonders gerne auf. Wie man sieht, halten sich die Fische auch gerne an der Baumwurzel auf. Die Tiere haben sich gut eingelebt und fühlen sich scheinbar sehr wohl. Insgesamt befinden sich in diesem ca. 300 Quadratmeter großen Teich ungefähr 10 Fische. Damit der Teich ohne Filter und Pumpen weiterhin gut funktioniert, fütter ich die Fische nur gelegentlich. Sie finden ausreichend Nahrung im Schlamm und zwischen den Wasserpflanzen, so wie es sich für echte Karpfenleben gehört. Ein paar Goldfische wurden bereits vom Fischweiher geholt, aber das gehört bei einem naturnahen Teich wohl hinzu. Trotzdem habe ich mich entschieden, einen Reiherzaun zu errichten, um den Fischbestand zu schützen. Dazu habe ich mir aus stabilem Draht diese Stäbe mit Ösen geformt. Eine Angelschnur läuft nun dreifach um den Teich und schreckt den Reiher bereits seit längerer Zeit erfolgreich ab. Die Bauweise sorgt für eine hohe Flexibilität. Aus ein paar Metern Entfernung ist der Reiherzaun kaum zu sehen und verschwindet optisch so in der natürlichen Umgebung. Heute setze ich zwei weitere junge Kois in den Teich. Man sollte beim Hineinsetzen dieser Fische darauf achten, dass das Wasser nicht zu kalt ist und die Tiere ausreichend Zeit haben, sich an das neue Wasser zu gewöhnen. Diese Kois schwimmen nun wahrscheinlich das erste Mal im natürlichen, trüberen Wasser. Ich hoffe, sie leben sich so gut ein wie die anderen Kois, die nur in wenigen Monaten sehr gewachsen sind. In diesem Bereich befindet sich der Anschluss des Teichs an einen Regenwassergraben, der bei Regen kurzzeitig viel Wasser führt. Dieses Wasser wird verwendet, um den Teich gerade nach längeren Trockenzeiten auf natürliche Weise mit Wasser zu versorgen. Da der Regenwassergraben jedoch meistens nur kurzzeitig viel Wasser führt, habe ich zusätzlich diese Rückstauklappe installiert. Nun kann das Wasser nach dem Regen nicht aus dem Teich zurück in den Graben ablaufen, und der Wasserstand kann so auch im Sommer relativ stabil gehalten werden. Die Klappe verhindert außerdem, dass sich Fische oder andere Tiere in das Rohr verirren. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dieser fast wartungsfreien Teichanlage. Falls ihr weiteres Interesse an Videos über Wasseranlagen oder Landschaftsbauarbeiten habt, würde ich mich sehr über euren Besuch auf meinem Kanal freuen. Falls es Neuigkeiten zu den Kois oder Veränderungen dieses Teichs gibt, werde ich gerne ein Video-Update hochladen. Gerne könnt ihr unten einen Kommentar für mich hinterlassen und ich würde mich natürlich selber einen Daumen hoch für dieses Video freuen. Viel Erfolg bei eurem Projekt und bis zum nächsten Mal, euer Karl der Landschaftsbauer.